Simon Scherder, 1:1 gegen Bochum. Was ist dein Fazit vom Spiel? Ja, ich glaube, dass wir insgesamt eine gute Leistung geboten haben. Über weite Strecken des Spiels, glaube ich, auch besser waren, würde ich sagen, als Bochum. Hatten gute Chancen, hätte am Ende, glaube ich, auch den Sieg eher verdient gehabt. Dass dann am Ende ein 1:1 geworden ist, ja, kann man nichts machen, aber ist nun mal so. Und ja, ich glaube, wenn wir so machen, so die Saison spielen können, dann haben wir wieder eine erfolgreiche Saison. Warst du ein bisschen überrascht, dass ihr die Bochumer so gut im Griff hattet? Nö, eigentlich nicht. Also wir haben uns ja ganz gut drauf eingestellt. Also der Trainer hat vorhin gesagt, dass sie ordentlich Gas geben werden, die Bochumer. Wir haben uns taktisch gut angestellt gegen die Bochumer. Haben auch kaum Chancen zugelassen. Ja, also deswegen überrascht vielleicht ein bisschen, aber ich denke allgemein kann man schon erwarten, dass wir uns da gut drauf einstellen. Du hast zum Schluss, glaube ich, noch einen Schlag irgendwie in die Magengrube gekriegt oder was war da los? Noch irgendwelche Nachwirkungen? Ja, ich habe den Ball bei der Ballannahme ein Ticken zu weit unterm Brustkorb reingekriegt und da tat ein bisschen weh, weil ich mich ein bisschen verschätzt hatte bei der Annahme, aber soweit alles gut. Alles klar, vielen Dank. Patrick Hirsch, heute 1:1 gegen Bochum, dein erstes Fazit vom Spiel? Ich glaube, wir haben eine ordentliche Leistung hier abgeliefert, haben alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben sehr kompakt gespielt, gestanden, haben auch sehr schnell nach vorne gespielt, das war die Marschroute vom Spiel. Das Standardtor am Schluss, das ärgert uns natürlich ein bisschen, aber alles in allem haben wir hier ein gutes Spiel abgeliefert. Warst du ein bisschen überrascht, wie frei du da zum Kopfball gekommen bist beim 1:0? Ich habe mich einfach sehr, sehr gut freigelaufen. Also. Ja gut, so kannst du natürlich auch sehen. Auf jeden Fall ein wunderschönes Tor. Gratulation dazu. Was hat vielleicht noch nicht so gut geklappt? Was würdest du dir noch besser wünschen? Naja, wir haben jetzt noch 3 Wochen. Da gibt es noch 3, 4, 5, 6, 7 Punkte, an denen wir noch arbeiten müssen. Aber da jetzt ins Detail zu gehen, ist jetzt auch schwierig, so direkt am Spiel. Habt ihr was mitgekriegt von Goretzka? Den Transfer hast du vielleicht über die Presse verfolgt, der Jungs da von Bochum, der eventuell zu Schalke wechseln sollte. Heute war er erst noch auf dem Platz und dann auf einmal war er weg. Hast du da irgendwas von mitgekriegt? Ja, kurz vor dem Spiel hat, glaube ich, Dennis Rohde zu mir gesagt, dass Goretzka jetzt in den Minuten transferiert wurde und sich wieder umgezogen hat. Das war aber auch alles. Okay, alles klar. Vielen Dank. Bitte. Doria Krone, heute von Anfang an dabei. Wie war es? Wann hast du davon erfahren, dass du heute von Anfang an spielst? Vor dem Spiel habe ich das erfahren und direkt kurz davor. Ja, kurz davor in der Kabine Besprechung gemacht und ja, sofort angefangen. Und wie war es das erste Mal von Anfang an für Preußen? Ja, natürlich Spaß gemacht, ne? Ja. Als Fußballspiele lebt man davon, um von Anfang an zu spielen. Und, ja. Die Tore waren leider heute nicht da, ja. Aber das kommt bis September. Ist man da ein bisschen aufgeregt? Ich meine, du kommst aus Kloppenburg und jetzt hast du gleich so große Testspielgegner wie VfL Bochum und ersten FC Köln. Ist da so eine Aufregung auch dabei oder bist du schon Profi genug, um Aufregung zu sagen? Aufregung glaube ich nicht. Das ist normaler gesunde Spannung. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Und, ja, wie zufrieden bist du heute mit deinem Spiel? Ja, war schon unglücklich ein bisschen. Hab ja viel gelaufen, ja, ein bisschen gekämpft für die Mannschaft und ja, war schon in Ordnung für das erste Mal. Okay, alles klar, vielen Dank.